Sodele, Bewohner, schöner guten Tag. Und willkommen zu 7 Days to Die. Endlich mal wieder. Die Alpha 21 kam jetzt vor ein paar Tagen raus. Ja, ich habe mir gedacht, komm, ich gucke einfach nochmal rein. Was sieht ihr hier schon mal? Ich habe angefangen, Häuschen zu bauen. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, weil wenn es was gibt in 7 Days to Die, ich wollte aber schon wieder No One Survives an. Ja, die Sucht. Wenn es was gibt, was ich bis jetzt in 7 Days to Die nicht wirklich gemacht habe, dann ist es das Bausystem irgendwie. Experimentiere, ausnutze, baue, mache dies, das. Und da habe ich jetzt irgendwo ein kleines bisschen angefangen, ne? Bin jetzt gerade, ich kann mal kurz zeigen, ne? Das ist mein Charakter hier. Zack, sieht man mal kurz ohne Capture. So ein bisschen, ja, so sehe ich momentan Real FR aus. So ein bisschen. So, und Gott, mir wird nass, kalt, Tode. Haben wir bis jetzt eins. Wir haben neu angefangen. Mit einem Seed und die ganze Einstellung, ich kann die mal kurz alle einblenden, ne? Die habe ich hier. Die habe ich jetzt irgendwo so gemacht, ne? Also nicht zu schwer, nicht zu simpel. Relativ easy. Genau. Und das Tor habe ich bis jetzt soweit gebaut. Wir haben auch schon ein bisschen gelootet, weil wir sind nicht alleine. In dem Safe-Game wäre ich ab und zu auch im Stream bei der Spiele. Da wäre ich auf jeden Fall ringgucke. Dann tun wir nur ein bisschen weitermachen, ein bisschen Queste, ein bisschen baue, ein bisschen mache. Ich tue aber auch off-Stream an dem Safe-Game ein bisschen weiter schraube. Also es wird nicht nur ein In-Stream-Ding. Ja. Mit Mary. Ich bin nicht alleine. Mit Mary. Mary hat auch wieder angefangen zu zocken. Also meine Dame, ne? Meine Frau. Die ist dann auch ab und zu dabei. Entweder im Stream oder halt nur in der Aufnahme. Und ja, ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen was. Wie gesagt, wir haben krasse Kacke erlebt. Das ist halt erst schade, dass ich jetzt erst die Aufnahme anfange. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal neue Charakter, neue Welt, bla bla. Ja. Haben schon ein bisschen was gefunden an Zeug, an Stuff. Du auch noch ein bisschen was, ne? Da haben wir uns einfach alles ein bisschen geteilt. Und wir sind quasi schon in echt kranke Gebiete gegangen. Warte, kann ich mal kurz zeigen, die Map. Map ist auch irgendwas 9000 noch was groß, ne? Also riese Vieh. Und hier... Da haben wir uns ein bisschen ausgetobt, deswegen haben wir schon gut Stuff zusammenbekommen. So, geskillt haben wir auch schon so einiges, ne? Ich kann mal kurz nochmal hier so zeigen. So ein bisschen, gerade wirklich wenig. Nicht wirklich viel. Wir sind momentan nur am Queste und am Lode. Und es baue. Das hier bleibt auf keinen Fall. Also, das ist nur so Übergangsding. Ich lasse das auch stehen hier, ne? Ich habe hier einfach ein bisschen rumexperimentiert, weil, wie gesagt, Baus, die manchmal schon so wirklich auseinandergesetzt. Wir fangen was Neues an. Wir suchen unsere Location, Queste nebenbei ein bisschen. Und dann machen wir ein richtiges Bauprojekt. Also wirklich richtig, irgendwas richtiges Bau. Das ist doof, wie gesagt, das alles nur so hingeklatscht und rumexperimentiert. Genau. Alles klar. Dann hole ich mal Mary dazu. Und let's fetz. So, da ist Mary. Hallo. Kannst du nochmal kurz bitte was sagen? Ja, versteht man mich? Hallo? Oh, ich mach dich ein kleines bisschen lauter, aber mal hört dich. Okay. So, alles klar. Ich habe gerade gesagt, dass wir im Bausystem noch nicht so wirklich was gemacht haben, dass wir jetzt einfach ein bisschen Loot-Location suchen, Loot-Location und halt Bau-Location, wo man irgendwas Geiles baue. Oh. So habe ich durchdacht, weil das da nur so übergangsweise ist. Ja. Und ja, Queste, immer ein bisschen gucken, was für Level bist du momentan? Wo sehe ich denn das? Ah, hier bei, wo man die Leute inladen. Warte, ich mache mal hier ganz kurz, kann ich mal gerade noch kurz annehmen. Ah, verbündet, okay, ja, gucken, ja. Dass wir uns sehen. Genau, ich bin Level 10, Mary ist Level 4. Ja, ah, ja, und wirklich, es ist noch nicht viel passiert. Und beide ein Tod, ist aber durch Bullshit passiert. Leider konnte ich es nicht aufnehmen. Ja, passiert. Wir spielen hier just for fun und zum Entspannen. Säubere das Gebiet. Achso, warte mal kurz, ich hab hier noch... Ach stimmt, die andere Quest, wo man vorhin angenommen hat. Wir hat vorhin schon mal kurz gespielt. Na gut, let's go. Vielleicht haben wir endlich mal irgendwann eine Bike. Wäre schon geil. Mhm. Sterb! Ich hab dir befohlen zu sterben. Knibbel ins Gesicht. Komm. Geht doch. Gut. Befohlen? Ja, ich hab ihm befohlen zu sterben. Und er hat sich dran gehalten. 200 noch was Meter. Oh weh. Guck mal, hast du deine Knarre, dein Gewehr und so? Hast du das dabei? Ja. Weil guck mal, ich hab noch... Was hat denn dein Shotgun für Level? Shotgun eigentlich. Oh, warte mal, ich glaube, das spielt viel zu laut, oder? Warte mal. Das sind die ersten Anfänge wieder in 7 Days to Die. Das ist jetzt wirklich schon eine Zeit lang her. Es hat sich so viel geändert. Guck mal hier. Die ist auch gemoddet. Dann gib du mal die Vierer. Danke. Bitte. Guck mal, der Zombie hinter dir. Ach, ich wollte gerade Tab drücken, um zu gucken, ob in der Umgebung was ist. Ein Scum und no one survived. Guck mal, der da. Den habe ich umgelegt, ja. Guckt der bei dir auch so komisch? Nee. Und halt sich irgendwie an die Okay, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, ja. Ja, Moment, ich muss kurz Mo laden. Ja. Ich bin momentan zufrieden mit der AK, aber meine Munition geht mal langsam aus. Ich muss unbedingt eine Munition finden.
Für die Schrotze. Ne? Für die Schrotze ja. Hätte ich gern mehr Muni, ey. Warte mal, für die Schrodi, guck mal hier, auf dem Boden. 23 Schuss. Oh, danke. Wir teilen uns alles, ist aber der Chillplace, also ja, Chillplay-Mode, ne? Wenn ich raus, nehme ich alles. Chili Milli. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß noch, wo bist du hin? Ich bin über dem Mülleimer, über den Container. Achso, du bist auch gegangen. Null. Ja, und das ist auch neu, dass jetzt jedes Häuschen, jedes Prefab hat jetzt eigentlich Anzeige, also von der Schwierigkeit her von dem Gebiet. Ach komm. Komm, geh weg! Quasi! Wo bist denn du? Ich bin dumm. Was machst du? Ich bin vom Müllcontainer runtergefallen, hab in der Ecke gestanden und vor mir der Zombie, der hat mich einfach kaputt gehaufert. Warte, ich muss mal. Ja, komm, spanne den Zombie. Achso, und die Horde-Nacht ist nicht alle 7 Tage, sondern alle 14 Tage und ja. Wir haben die Blut, also ich habe die Blutmond so eingestellt, dass die dann halt im Albtraummodus sind. Also richtig krank, richtig kacke. Leute, für Skille mir ein bisschen schneller. Und finde halt auch nicht Loot. Also alles so ein bisschen ausbalanciert. Ja, für uns im Chillplay-Modus halt eingestellt. So, let's fetz. Achso, du musst. Ja, hab ich. Säuber. Oh, wacht, oh, wacht. Drinnen bleiben müssen wir auch, ne? Okay, let's go. Wo sind sie da? Alter, ist das so ätzend, dass man nichts mehr sieht? Ja, Steine nehme ich mal mit. Gerade so am Anfang alles mitnehmen. Was ist das hier? Auch sein Stein. Ich habe eine Bier gefunden. Ja, ich nehme noch Eisen mit, so, wenn man bauen wolle. Brauchen wir denn eine Kies? Ja, und Pipi-Wasser. Genau, du gabst nämlich ein kleines Thema, habe ich auf Twitch und überall habe ich das gesehen und gehört und gemacht. Dass es Wasser halt nämlich ist. Wasser gibt es nämlich, also diese Gläser und so, wenn man, ne, man kann halt ganz normal Pipi-Wasser am Feuer machen. Ne, kriegt man halt Glas Wasser raus und so. Aber die Gläser, dass die nämlich drin sind, finde ich auch ein bisschen weird. Weil das macht doch gar keinen Sinn. Ich glaube, der Grund war, um es ein bisschen herausfordernder zu machen. Irgendwie sowas. Säubere Gebiete. Warte, ich gehe mal kurz gucken, da draußen ist irgendwo noch einer. Stimmt. Ja, du musst aufpassen, wir dürfen nicht aus dem Gebiet raus, oh, ah, gell? Sonst ist fähigisch. Ah, okay, ja, stimmt. Von der her. Obwohl, du aber ich glaube, dass genug es ingezäunt ist. Ach, toll. Ich verblut grad! Ja. Ich hab Hunger, mir ist schwindelig und ich habe gebrochene Arm. Oh, oh. Brauchst du was? Soll ich da irgendwie was geben? Nein, ich hab alles, hab alles. Oh, hier geht's. Ja. Oh mein Gott. Ja, jetzt ging's da wie mir. Ja, damals die Anfänge. So kann ich mir gerade kurz den Clip abspielen von Mary. Ey, du geht's nen. Blaues Licht. Oh. Oh mein Gott. Okay, warte. Duck dich. Nein! Oh Gott! Oh Gott, wo geht's denn raus? Okay, warte, ich versuche irgendwie zu helfen. Verdammt. Ah, ja, schnell. Hoch. Na toll, ja, es war schon fein. Es war schon fein. Ach, mit R kann man auch alles aufheben, ne? Das müssen wir alles erstmal wieder reinbekommen hier. Wenn der mich jetzt kriegt, ne? Dann kotze ich. Okay. Hinter der Wand. Einmal reparieren. Oh nein. Ja, der kennt sich durchschauen, ne? Ja. Ja, der richtet mich auf. Oh, die hat mich schon. War schon was Gutes? Oh ne, war nur, kann ich denn eigentlich von hier? Bitte? Ah, oh, okay. Nice. Warte, ich bring mich einmal kurz in Ordnung. Also das mit dem Hunger und durch, das habe ich. Ich habe das Gefühl, das geht irgendwie schneller. Nein! Ja, alles gut, ohne bist du safe. Ich komm irgendwie. Achso, ich war so ist er leider. Wo? Ja, wir müssen alles erst schon wieder lernen. Wo ist denn du, Läde? Du bist guck dich mal. Lauf mal die Wand entlang. Du bist kein Läde. Guck dich mal. Oh lol. Ich hab nichts drüber. War hier doch ein Läde. Nee! What the hell machst du? Ich komm noch nie mehr raus. Oh Mann. Samu. Ey, aber jetzt mal raus. Jetzt reicht's. Ich komm. Meine Güte. Muss doch rüberspringen, genau. Ah, wir kennen es zum Händler, aber warte. Wir kennen mal noch aufs Dach, vielleicht ist da noch was Gutes. Ah, Tatsache, es ist schon fertig.
Nur Obacht wegen Bode, ich weiß nicht, Alter. Dass da irgendwas hinknackt. Ich komm nicht so froh, dass ich den Hammer da gefunden habe. Da wohl! Wie schwer das ist, nur so Leder hochzuladen. Lerne von den Besten der Branche, wie man eigene Werkzeug fertigt. Ja, können wir alles später machen. Erst mal anfangen, Lode, Gucke. Oh, mir ist kalt as fuck. Ja, mir auch. Oh, Eis. Gut, gehen wir zum Händler? Ja, können wir machen. Können wir tuten. Moment. Und raus. Brauche irgendwie Fahrrad oder so. Später vielleicht irgendwie. Was ist das hier? Achso, Quarantänezone. Das ist, glaube ich, auch neu. Ja, kann man. Also für uns auf jeden Fall. Hingehen, aber erstmal aus dem Reh raus, bevor wir Schade kriegen. Ja. Erstmal noch hinbringen. Erstmal Quäste, Skele. Ach nö, und wenn man irgendwo halt eine Location findet. Antibiotika. Jo, ich bin infiziert. Ich hab hier Antibiotika, aber in der. Warte mal. Aber nicht vielleicht finde ich schon beim Händler. Ja, guck mal, ich weiß ja nicht, ob man durch Spritze geben kann, ob das auch was bringt. Nee, müssen Antibiotika oder Honig sind. Ach stimmt, das sind diese grüne Tablette, glaube ich. Das ist alles eben zu lange eh. Jetzt muss ich mal erst snacken, um andere hinziehen, ey. Die ist ja irgendwie erschöpft oder so, ich weiß es nicht, ich muss es gleich lesen. Aber der Händler hat nämlich lang auf, das ist blöd. 19 Uhr, macht um 20, glaube ich, zu, ne? Mhm. Okay, es wird knapp. Ja, packe mal noch. Ja, ich bräuchte auch an die Biotika und alles. Sonst müsst auf jeden Fall, bis ich was finde. Also, was kann ich denn mitnehmen? Schaden an allen Tieren. Oder die Holzspinne. Nee, ich nehme die Jägermod. Das sieht auch alles neu aus. Das ist, glaube ich, auch wirklich neu. Ich guck mal, ob der an die. Klar, der hat Honig. Und ich hab nicht genug Linse. Warte. Isolierungsmod, Schrotmunition, Fertigung, Kunst des Bergbaus. An 5. Oh, but damn, gawking it goods and that's all you buy. Ich futter jetzt erstmal Honig. Ich schau mal Schrotmunition. So. Und hat der noch mehr irgendwie? Hat der noch irgendwie? Antibiotika. Erschöpft. Kaufen. Ich hab. Hätte ich auch noch. Ja, okay, dann hast du die Antibiotika und ich hab die. Ja. Also, ich hab jetzt auch nur eins, ne? Also, ich bräuchte noch ein bisschen Monet. Ja, gut, das muss ich zu Hause gucken. Ist Vitamine? Was für Vitamine? Haben wir auch, glaube ich, noch zu Hause. Ah, ich brauche Vitamine. Sollen wir die nächste Quest gleich annehmen? Machen. Ja, okay. Watch yourself, stranger. I know some fellas who break legs for coin. Begrabene Vorräte, beseitige Zombies abholen. Beseitige Zombies. Hey, Jerk, you need, it's a deal. Okay. Ich wäre soweit. Sollen wir kurz zurück ans Häuschen? Ja, bitte. Gut. Warte mal kurz. Nahrung 70. Okay, passt. Guten Morgen. Gut, na? Oh, du hast schon nicht. Ja, warte. Oh nein, er ist jetzt. Was war das? Wir kennen deine. Oh lol, ich konnte mir mit meinem Knüppel irgendwie nicht umlegen. Pass, komm, renn einfach. Wo ist unser Haus? Oh, und weg, komm, erstmal in Ordnung bringen. Erstmal kurz heilen gehen. Alles neu lernen, alles. So raus. Ich meine, mittlerweile geht's so ein bisschen. Die Anfänge waren okay mit dem Bett und so und dies, das, jenes. Mit den Fasern und so, aber mittlerweile, ja, dass hier so viele zukommen. Hat sich doch einiges getan, ja. Ich muss jetzt halt immer gucken, dass ich Stunden und 31 Minuten nicht getroffen wäre und kein Schade kriegen, weil durch diese Erschöpfung, die ich habe, habe ich nachgelesen, kriege ich, ich glaube, 10% mehr Schade bei aller Angriffe. Oh, okay. Mhm. Oh, goodness. Oh, goodness. Aber man muss dazu sagen, ich Sinky Bros, ne, mir ans länger nicht gespielt, ja. Länger? Ich habe das über Jahre nicht gespielt. Ja, ist eine Zeit lang her. Aber gut, wir hatten auch anderweitig Beschäftigung. Genau. Also auf der Dächer, auf der Hochhäuser, das haben wir schon. Also hab ich jetzt, da war ich noch allein auf dem Server. Mary ist dann irgendwann später dazukommen. Deswegen haben wir schon ein bisschen was an guten Stuff. Und ich hatte auch kurzzeitig die Twitch-Integration. Die hatte ich aktiv. Die geht auch offstream, ne? Also die geht auch ohne Stream. Dann wird immer irgendwas random ausgewählt, weil ich das mal kurz testen wollte, ob, ne, ob sich da was gemacht hat und so.
Und das würde ich im Stream auch gerne wieder ab und zu aktivieren. So, just for fun. Und dadurch haben wir dann, ne, habe ich halt die Spitzhacke hier. Hier war noch ein Geschehen. Warte. Warte, ist gerade Mary dran, warte. Ich tu gerade ein bisschen insortiere. Ich habe ja, nicht nur ganz verstanden, wie du da Ordnungssystem hast. Da war das du noch, das du. Was war noch dabei? Ich glaube, deine Kaste, also die zwei Kaste, das du. Also Menschen, vieles du durch Grit und auch ein paar Kleinigkeiten an Waffe. So, weg. Ja, Geld kann auch mal weg, habe ich noch 410. Rohre behalte ich mal, um die Waffe zu reparieren. Du hast noch Shotty-Munition, wenn du noch was brauchst. Warte kurz. 27. Ist doch ein Kaste. Noch ein 4er Shotty. Hab ich überhaupt Hose an? Lockpicks habe ich dabei, 30 Stück. Das ist für den Helm. Haben wir alles noch nicht? Töpfer. Jo, gut, ich wäre wieder soweit. Aber das mit Trink ist halt echt irgendwie, das geht schneller runter, habe ich das Gefühl. Ist irgendwie anders da. Alles geht irgendwie viel, viel schneller. Und mir auch so vor, nehmen wir Antibiotika, lass ich schon mal dabei. Samu, ich hab doch eine Boge gemacht, oder nicht? Warte mal. Boge, da ist noch eine Boge, Level 1. Ah. Ein Kaste. Da sind da noch Eisenpfeile drin. Ich glaube hier auch. Steinpfeile. Nee. Die Eisenpfeile würde ich sagen, sammelt man viel lieber für den Blutmond, aber die Steinpfeile, die schnabuliere ich mir raus. Jo. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind erst bei Tag 3. Also ab morgen noch 10 Tage. Wir müssten unsere Base-Locations suchen, ne? Wo wir uns irgendwie in den Boden graben oder so. Also ich hätte Bock, irgendwas im Boden zu haben. Oder wir machen ein simples Haus mit einem kleinen Bunker ohne drunter. Den wir später machen können. Warte mal. Dann können wir das alles Stück für Stück transportieren. Dann ziehen wir da um, ja. Steinpfeile. Wie viel kann ich machen? 30. Ich brauche eine Pistole oder sowas, ey. Ich habe mal das Bausystem nochmal angeguckt. Wie gesagt, das ist Endsach, wo ich in Seven Days to Die nie wirklich gemacht habe, sondern immer nur ein paar Blöcke genommen. Und um mich irgendwo hochzubauen, um schnell an das gute Stuff zu kommen, auf dem Dach oder so, habe ich halt immer die Blöcke mitgenommen. Aber jetzt, wo ich das Dosi mit deiner Form und alles, was mit du... Das ist krank. Also da wäre ich auf jeden Fall auch Spaß dran, beziehungsweise mir. Das ist schon krank, das ist wirklich nice. Da freue ich mich drauf, das wird sehr interessant. Aber Bauer und so ist, glaube ich, eher was Gechilltes für das Stream, wo man dann ab und zu einen Stream machen kann. Hier machen wir dann so ab und zu die Quests. Je nach Lust und Laune. 87 HP, habe ich irgendwas zum Skillen? 0 Punkte. Ja, jetzt haben wir die Nacht. Ich hätte jetzt noch schnell die Quest drinne gemacht. Die ist 717 Meter weg. Holy shit. Ich habe noch, 13 Fleisch. Wie waren das? 13 Fleisch, kann ich verkochen? Ah, gegrilltes Fleisch hier. Okay, das ist aber noch gesperrt. Ja, du brauchen wir aber. Ach so. Moment, was? Nahrung? Bitte? Guck mal, kannst du das vielleicht schon machen? Ich hab das geskillt. Gib mal muss Flash. Ja, warte. Hier. Zack. Einmal ein bisschen was zu Frazy für unterwegs. Und dann halt Pipi-Wasser mitnehmen ohne Ende. Dass man immer schön trinken kann. Nee, noch nicht. Kann ich auch noch nicht machen. Dann nee, dann muss man noch ein bisschen, ja. Mach's ruhig wieder eine Kaste. Genau. Über eine Kaste machen. Ich das skillen kann. Warte mal. Punkte hab. Ja, und das Häuschen reiße ich irgendwann ab. Oder ich lasse es halt wegstehen, so als kleiner Zwischenunterschlupf. Weil wer weiß, die Welt ist groß genug, wer weiß, wo mir du irgendwann baue. Normalerweise haben wir damals immer in Seven Days to Die, die alte Folge habe ich ja noch im YouTube-Kanal, haben wir immer irgendwelche kleine Häuschen übernommen in der Stadt oder irgendeinem Dörfchen. Und haben das halt so gut wie es geht safe gemacht, dass man die Horde-Nacht halt irgendwie rumgrinnen. Das war's. Aber wenn man was richtig Eigenes baue, das wird eine wahrscheinlich Sache. Das ist halt was komplett Neues dann. So. Ah, da brauchen wir Steine, dann kann man das doch auch nochmal upgraden. Okay. Reparieren. One more. Ich nehme mal Do-Ender mit. Oder können wir ausmachen? So, nur für den Notfall. Gut, wenn du willst, können wir einfach mal Google gehen. Moment, ich bin durstig. Schon wieder durch. Alter, du bist hungrig. Das gibt's ja nicht, was der alles isst. Wasser geht jetzt wieder hoch. Effektive Verdauung. Okay, alles klar. Okay, die Dose wäre auch nicht angezeigt. Okay. Zeig ich mal her. Sandwich. Nahrung. Gut, das steigt jetzt alles. Oh. Ich hab kein Essen mehr dabei. Ich höre Schritte da draußen, ein paar Zombies. Ach so, ich hab noch Krummbeere im. Warte. So. Oh, warte mal, ich kenn dir mal gucken, ob ich schon Krummbeere kochen kann oder ob das auch noch nicht geht. Na, probier's mal aus. Ich brauche die Kartoffel, die kann ich machen.
Ah, ne, gebackene Kartoffeln. Aber ich guck mal, haben wir noch irgendwo anderes Dosefutter, irgendwas? Man hatte doch irgendwo noch Katze. Guck mal hier, Katzefutter. Ich nehme das mal mit, falls man in die Reise mache, die ein bisschen länger geht. Ich will jetzt das Ding ungern laden lassen. Das Feuer. Ne, mach nur derzeit fertig. Ich kann hier schon mal gucken, ob da draußen alles schön sauber ist. Ne, das dauert halt eine Minute, dass du. Das mit deinem Finger. Mhm. Hm. Oh. Achso, und du hau da mich einfach. Was? Nicht gehau, ich habe sie eben nur platziert. Da sind da noch Rohrbombe drin, ne? Falls du noch ein paar brauchst, wenn es wirklich kritisch wäre, sollte. Da haben wir noch ein bisschen. Ich habe nur zwei Stück dabei. Mineralwasser kannst du auch noch mitnehmen? Hab ich noch alles mit? Oh, ich schloss Feuer lieber aus. Die sehen uns, wenn ich das irgendwie anmache. Ja, ohne steht jetzt 40%, eh ne 40%. Und wenn ich mich rumbewege oder renne, geht's höher. Ne, bleiben wir auch still. Okay. Und wie lange noch? Gerade fertig vor. So, warte. Sollen wir die mitnehmen oder obwohl ich kann eigentlich nur lassen? Wenn du genug Essen hast, okay. Ja. Müsst du auf jeden Fall ein bisschen was besorgen, Klein. Gut. Dann gehen wir einfach mal hin und. Ja, wir wollen mal 23 Uhr. Oh weh. Ja, hier komm, wir können einfach mal gucken. Kleidung. Ja, wir brauchen unbedingt Kleidung und so. Wir müssen uns noch ein paar Sachen herstellen. Momentan muss er jetzt einfach durch. Wo ist denn der Gollum? Keine Ahnung. Ah, der Hühner läuft da. Okay, alles klar. Ey, mein. Okay, ich muss das skillen. Also, komplett. Dass der irgendwie mehr aushalt, weil das Dose ist nämlich normal. Holy moly. So. Wir gehen doch vielleicht einfach mal hoch. Ja, ich glaube, du bist trotzdem unsafe. Ich meine, das hat ja aufgehört zu regnen. Aber du kannst mal gucken, ob das was ist. Ja, das wäre ja, du leid oft irgendwas. Ja, Trailer Ranch? Guck mal, hier sind gar keine Todeköpfe, ne? Hier kennt man, glaube ich, Lude, was so. Ja, wir können ja gleich ein bisschen durchgucken, vielleicht finden wir was Interessantes. Wie zum Beispiel da oben, warte mal. Das ist das Haus, wo wir vorhin waren, wo die Quest war. Warte mal, wenn da vorne irgendwo was fehlt, dann waren wir hier. Ja, da vorne ist frei, warte mal. What the f... Jetzt? Wo bist Hilf du? Hilf mir! Hilf mir! Ich seh dich nicht! Wo bist du? Ich hab nicht nur geladen. Ich. Wo? Oh, ich bin gleich tot! Wo rennst du rum? Kein Bock mehr! Ich werd grad von meinem Hund erfuttert. Alter, wo zum Teufel rennst du rum? Wo bist du? Ich bin hier auf der Straße. So, ah, doch, so. The fuck? Was tust du? Ah, du bist der Hund. Ich habe gebrochene Arm. Ich wollte hin jetzt kurz Lode gehen. Ey, komm, dann machen wir die Questen dann. Ja. Asche erschienen. Ja, oder? Ja. Wo da liegt sie. Hier. Guck auf den Kompass. Hab ich schon weiß selber nicht gemacht. Weil ich hab dich trotz Kompass alleweil kurz nicht gesehen. So. Gebiet säubern. Alles klar, ich drück drauf. Willst du dich irgendwo safe hinstellen, oder? Warte, ich muss nur kurz was gucken. Da kommt noch einer. Ach nee, verstauchter Arm. Das Nachladen und die Schwunggeschwindigkeit langsamer sind. Oh, Alter. Prima. Das gibt's nicht. Der schlaft sich Emo. Und ich bin direkt wieder am Sterben. Wir sind irgendwie ganz anders da drauf. Komm schnell rein. Ich bin schon wieder infiziert. Moment. Komm schnell her. Ja, wir müssen halt mal irgendwie Hospital-Lode gehen oder irgendwie sowas. Wir bräuchten unbedingt Bescheid. Was ist das hier? Wildsporsame. Ja, das lasse ich jetzt mal alles liegen. Meine. Alles nix. Okay. Oh. Wenn du willst, kann ich auch bleiben. Ich geh kurz hier aufräumen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uff. Achtung, der Boden hier ist zerbrechlich. Level. Ich
komme ja richtig. Noch drei Schuss. Ja, du kannst auch gern kommen, aber ich bin halt wieder eine Verletzung. Kann ja, nur mit einem Verbandskasten oder einem Nähset richtig behandelt werden. Oh. Verbandskaste kann ich da geben. Ja, warte mal. Geh mal klein machen. Hm? Oh Gott, meine Fresse. Ey, Alter, machst du mich fertig. Ich sehe nur noch der Fall, wie du verschwindest irgendwo. Oh Gott, bin ich schon mal erschrocken. Ich hab's gehört, what the fuck. Ich will nicht mehr, ich möchte dann jetzt gerne nach Hause gehen. Jetzt ist mein Arm gebrochen. Oh Mann. Okay, ich komme hoch, du. Warum sind denn die alle? Pizza, was ist da los? Babywasser vielleicht? Babywasser, nice. Also, wo bist du? Steht raus. Auf einem Auto. Bis der Nobelat hat. Komm schon! Ich brauche richtige Waffe, ey. Ah, ah, fuck. Also die Quest machen wir und dann würde ich gern Loot gehen. Ich würde gern Zeug besorgen. Ja. Gutes Zeug. Oder halt beim Händler, aber ja, das Geld würde ich mal noch sparen für später irgendwie. Holy shit. Hier sind wir irgendwie. Oh, oh Gott, was bin ich erschrocken? Leider, schnell. Mann. Noch einer. Hör auf. Geh weg. Oh, du Sack. Lade. Super, so nett. Meine Fresse. Komm. Und zu. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ich hab's geschafft, direkt zum Händler. Warte. Ich muss mich schielen, ich hab noch 9, 7. Och, Gott. Ja, ich pack's, aber. Ich hab das so null in Erinnerung. Oh, Rucksack mit Waffen. Aber nur Kacke, okay. Warte, ich knack noch kurz hier. Ja, gehen wir uns erstmal Ladung besorgen. Wir müssen irgendwie gucken, irgendeine Medizin, Apotheke, irgendwie sowas, dass wir da vorbereitet sind. Jetzt haben wir halt ein bisschen was, aber der gute Stuff von der Hochhäuser ist halt jetzt schon weg. Das war er nämlich. Okay, ich komme. Oh. Ja, ich brauche wieder Antibiotika und alles. Konnte man jetzt Sache auch beim Händler verkaufen? Ja. Ja, dann let's go. Machen wir das mal. Wir haben ja ein bisschen was. Naja, ich habe jetzt nichts mitgenommen. Ich habe ja nichts gemacht. Du hast die Quest ja allein gemacht. Ja, aber ich glaube, sowas macht man dann doch eher tagsüber. Nachts war jetzt einfach nur so just for fun zum Probieren, aber dann lieber tagsüber. Jetzt laufen wir natürlich direkt durch die Stadt hier, ne? Jo. Warte auf mir, ich bin langsamer. Ich bin wieder überladen. Also Vorsicht, neben dir! Ja, ja. Oh, oh, was steht denn da vorne? Ah, ne, so. Oh Gott! Ja, ja, hopp, hör auf jetzt! Ja, ist jetzt gut. Achtung, Doggo. Oder was geil, ist das, Pferd? Steinaxt. Ne, was ist das, Wolf? Ich erkenn's nicht richtig. Rehe. Meine Augen sind schlicht. Ja, Fleisch für uns. Direkt erschossen. Oh mein Gott. Ja, komm, das können wir gebrauchen. Hast du, noch Platz? Warum haben die schon da durch? Ja, ich hab noch Platz. Aber wenn nicht, gebt mir. Oh ne, jetzt kommen die Zombies. Ich geb da Deckung, ja. Was ist mit dem kaputt? Alla. Gut, fertig. Gut, weiter. Ab zum Händler. Ja, gut, aber. Wir können ja schon mal aussortieren. Oder sollen wir kurz zur Base zurück? Das Inventar voll machen mit Stuff, wo man verkloppen könnte und dann, ja. Brauchst du noch ein bisschen Money machen für Antibiotika und so. Brauchst du noch eine Zweier Steinaxt?
Nee. Ich schall mir die Dreier momentan gut am Leben. Ah, du hast schon Dreier. Verändern. Dieser Schreck. Kommt raus, abschließen. Guck mal, hier liegt noch Fleisch. Ja, ich komm, Moment. Emo reparieren. So, jetzt machen die Zombies auch wieder langsamer. Schönen guten Morgen. Guck mal, ja, Kollege. Und es hat umgemacht. Wohlheit Fleisch. Ja, wo ich stehe. Das war ein kleines Kaninchen. Ne, war nur Leder. Okay. Na gut, steht hier dabei, ja. Das ist auch nicht verkehrt. So, ab zur Provisorischen Base und dann erstmal aufräumen. Und dann wird der Händler ausgenommen. Brauche Naked Tasche, oder von schon eins? Naked, ich glaube nicht. So Nadel mit Faden. Müssten wir gucken. Ach, doch. Da hatte ich, glaube ich, was gelootet. Wir müssen mal gucken. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal gucken, welche Effekte wie was wo mache, welche Auswirkungen haben und so. Oh, guck mal, hier ist das Eisen. Na, da hinten sehe ich schon unser kleines Pilzhaus. Ist die Ausdauer leer? Trink noch mehr. Normal habe ich immer Lockpick geskillt und hier Packesel, dass ich viel Stuff mitnehmen konnte. Ich glaube, so werde ich es auch wieder machen. Und halt danach Ausdauer und so weiter. Aber das waren eigentlich immer so die erste Sache, die ich gemacht habe. Aber mittlerweile denke ich auch, Esse und Trinke müsste man auch irgendwie skillen, dass das nicht so schnell runtergeht. Ich skill halt meistens direkt Koch und Medizin, weißt du, dass ich die Verbände selber herstellen kann. Ja, du hast recht, das ist gut. Ey, dann mach du doch dein Lockpick und dein Packesel und ich skill wieder Esse und Medizin. Ja, können wir machen. Ui. Ja, dann habe ich eine Kugel durch die Schädel gebonnert. Kommt so kleine Mini-Märde. Ach, toll, ernsthaft. Na, jetzt kommen die anderen Döne ange da. Ah, Vorsicht, wir gehen mal lieber rein. Alles klar, so. Weißt du was? Ich mach das jetzt einfach mal folgendermaßen. Zack. Lesen. Okay, und den Rest muss ich halt jetzt erstmal ein bisschen aussortieren. Ich hoffe, man hat dir nicht gefallen, ne?